Schon jetzt ist das Friedenslicht an einem ganz besonderen Ort in der Steiermark. Paul Sodermin ist bei mir, Bergführer, Autor, Fotograf und seit heuer Friedenslichtbote. Wo hast du das Friedenslicht heuer hingebracht? Ja, das habe ich mit meinem Bruder und mit Freunden heuer auf einen besonderen, auf den höchsten Punkt der Steiermark gebracht, auf den Hohen Dachstein, der immerhin 3000 Meter hoch ist. Unglaublich, der höchste Punkt der Steiermark und da brennt das Friedenslicht. Das heißt, es lässt sich verbinden, Bergtouren gehen und das Friedenslicht mitnehmen. Ja, das geht. Es ist ein bisschen aufwand, aber es lohnt sich. Wir sind dann hinaufmarschiert mit dem Friedenslicht, haben aber heuer ein Christbaum mitgenommen auf den Dachstaufe. Besondere Herausforderung, auch das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Nein. Auf dem Dachstein. Gell? Jetzt zu Weihnachten, da wirst du, glaube ich, traditionell schon immer so gewesen, eine Bergtour gehen? Ja, das ist eine Tradition in unserer Familie. Wir gehen immer eine Skitour und auf den Berg auf, dann eine Kerzel anzünden, dann ein Gebet machen und dann ein Glühwein trinken und dann geht es wieder hinunter ins Tal. Wunderbar. Dann wünschen wir frohe Weihnachten, eine schöne Ski- und Bergtour und nochmals vielen Dank, dass du heuer auch Friedenslichtbote für uns gewesen bist. Danke dir.